Hallo Leute, ich bin MCTB und ich will mit euch schnacken. Brillenträger. Wer kennt das nicht? Man geht eine gemütliche Runde durch den Park, man ahnt nichts Böses. Und schon passiert es. Du siehst einen Brillenträger. Nun laufe schnell um dein Leben. Denn der will dein Blut und er wird dich bei lebendigem Laub auffressen. Ja, alle Brillenträger sind blutsaugende Dämonen und haben eine von Grund auf dunkle Seele. Sie wollen alle Klaräugler umbringen und in ihresgleichen verwandeln. Am schlimmsten sind diese sogenannten Autoritätspersonen, meist alte Menschen, die dich mit ihrem bösen, skeptischen Blick über die Brille hinweg angaffen. Früher gab es sowas nicht. Irgendwann wurde dann der Alpha-Brillenträger in einem schaurigen Labor erschaffen. Seitdem vermehren sie sich immer weiter. Immer mehr von diesen Wesen laufen frei auf unserem Planeten herum, ohne dass etwas dagegen getan wird. Mal ehrlich, die sind so hässlich mit ihren Brillen, dass deine Augen beim Anblick beschädigt werden. Und schon ist es soweit, dass auch du so ein Teufelsgestell benötigst. So verbreitet es sich. Sie haben inzwischen sehr viel Macht. Spahn, Amthor, ja? Lolei, Steinmeier, Martin Schulz, AKK, Lauterbach, schöne Frisur, Altmaier, alle tragen Brille, aber nicht nur in Deutschland. Die Brillenträger beherrschen die ganze Welt. Kim Jong-un zum Beispiel. Er trägt sie öffentlich. Aber auch Putin, Biden und diverse Weltmachtmenschen tragen heimlich eine Brille. Sie tarnen sich, indem sie die Brille in der Öffentlichkeit absetzen. Aber es gibt ein Gegenmittel. Kontaktlinsen. Sie sorgen dafür, dass du besser sehen kannst, aber niemand von dem Anblick des Nasenfahrrads belästigt wird. Geil, oder? Eine Ausnahme sind übrigens Sonnenbrillen. Die zu tragen ist erlaubt, sofern sie nur dazu dienen, das Sonnenlicht abzudunkeln. Sobald die aber auch nur ein klein wenig die eigentliche Sehkraft unterstützen, gehören sie zu den bösen Modellen. Übrigens, alle Brillenträger fressen kleine Kinder. Obwohl, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wenn die Kinder fressen, dann sind wir die Göhren endlich los. Los, liebe Brillenträger, vermehrt euch. Nein, damit meine ich nicht, dass ihr euch fortpflanzen sollt. Bitte nicht, dann hätten wir ja noch mehr Kinder. Brillentragende Kinder, die dann natürlich doppelt so schlimm sind. Ob die sich wohl selbst auffressen? Oder eher gegenseitig? Das wäre mal spannend zu erfahren. Mein Appell, lasst uns unsere Gehirnzellen opfern und alle einmal den ganzen Tag RTL schauen, damit unsere Augen explodieren, wir alle eine Brille benötigen und dann ohne schlechtes Gewissen alle kleinen Kinder auffressen können. Dann wäre die Kinderpandemie zwar endlich bewältigt. Allerdings müssten wir dann noch etwas gegen die Brillenträger tun. Schließlich beherrschen die dann komplett die ganze Welt. Aber notfalls haben die Amis und die Russen ja genug Atombomben, um die Welt mehrfach komplett zu zerbollern. Boom. Das war mein Talk. Danke fürs Ansehen. Ich freue mich über Kommentare, Daumen hoch, Abos und Glocken. Adieu.